So, herzlich willkommen in der neuen Börsenwoche. Das Wetter ist im Moment ziemlich, ja, wolkig, aber das passt extrem gut, denn, kurzer Spannungsmoment, wir beschäftigen uns heute mal mit Cloud-Unternehmen. Und es gibt ja ganz viele bekannte Cloud-Unternehmen, zum Beispiel Salesforce oder auch SAP. Aber es gibt auch einige weniger bekannte und die haben diese Woche ihr Quartalszahlen. Dabei sind so lustige Namen wie Splunk zum Beispiel. Schauen wir uns an und wir gucken auch, ja, was machen die eigentlich? Damit ihr wisst, wenn so ein lustiger Wolkenname auftaucht, was das eigentlich für Unternehmen sind. Und in dem Sinne, lasst uns loslegen. So, wenn wir mal bei der Cloud-Metapher bleiben. Es gibt ja da draußen am Himmel diverse Cloud-Varianten. Cumulus, das ist die einzige, die mir gerade einfällt, aber auch verschiedene andere Varianten. Und auch bei den Cloud-Unternehmen ist das ähnlich so. Schauen wir uns mal an. Die wichtigsten Modelle im Cloud-Kosmos sind Software as a Service, Infrastructure as a Service und Platform as a Service. So, gucken wir mal konkret. Software as a Service, das, ja, damit bist du vermutlich schon sehr oft in Kontakt gekommen. Das sind eben Unternehmen, die Software Kunden in der Cloud zur Verfügung stellen. Bekannte Beispiele sind da zum Beispiel Dropbox oder Microsoft. Der zweite Punkt ist dann Infrastructure as a Service. Hier geht es dann in der Tat um, ja, quasi die Infrastruktur. Also Speicherplatz, Netzwerkkapazitäten, Switches oder Datensicherungssysteme. Das wird allen Kunden dann zur Verfügung gestellt. Angeboten wird das zum Beispiel von IBM, Microsoft oder Oracle. Das dritte ist dann Plattform as a Service und es bietet Kunden eine Plattform für Entwicklung von Webanwendungen im Internet an. Da sind sehr bekannte Beispiele, zum Beispiel die Salesforce App Cloud oder die SAP Cloud Plattform. Ja, Cloud-Unternehmen werden immer, immer wichtiger. Das sieht man auch in den Bereichen, wo die inzwischen unterwegs sind. Zum Beispiel im Bereich autonome Fahrzeuge, Augmented Reality, künstliche Intelligenz. Also es gibt da einfach ganz viele Anwendungsmöglichkeiten und der Markt wächst und wächst. Wie bereits erwähnt, werden einige Unternehmen, die ihr aus dem Cloud-Kosmos vielleicht noch nicht kennt, ihre Quartalszahlen präsentieren diese Woche. Und deswegen fangen wir jetzt gleich mal mit dem Quartalszahlenkalender an. Und sobald da wer Lustiges durch die Gegend kommt, erkläre ich euch ein bisschen was dazu. So, am Montag ist noch nicht so viel los. Richtig los geht's dann am Dienstag. Und zwar mit Salesforce. Salesforce ist wirklich der größte Konkurrent vom deutschen DAX-Konzern SAP, also eine ziemlich große Nummer. Abgesehen davon gibt es am Dienstag dann noch die Zahlen von Hewlett-Packard Enterprise und von Adler. Dann kommen wir zum Mittwoch. Und der Mittwoch wird interessant, denn da gibt es Splunk. Splunk ist sowieso der beste Name überhaupt, denn es kommt quasi vom Erforschen von Höhlen, Spelunking. Bei Splunk geht es eben auch ums Erforschen, aber zum Erforschen und Organisieren von Big Data. Und mit der Software von Splunk können Kunden zum Beispiel Maschinendaten auswerten, um einfach ihre Prozesse zu optimieren. So, Veeva Systems, hier geht es echt alles um die Gesundheitsindustrie. Kunden davon sind zum Beispiel AstraZeneca, aber auch große Pharmakonzerne wie GSK. Aber es wird eben auch von Apotheken und Krankenhäusern genutzt. Wer auch noch an diesem Tag seine Zahlen präsentiert, ist Snowflake. Sehr schöner Name. Snowflake ist ja noch nicht so ein altes Unternehmen. Die sind erst im vergangenen Jahr an die Börse gegangen und hatten wirklich einen, ja, einen ziemlich erfolgreichen Börsengang. Snowflake bietet ebenfalls Software as a Service an und das Unternehmen macht sogenanntes Data Warehousing. So, was ist das? Bei dem werden Daten in für Analysezwecke optimierte Daten Banken abgelegt. So. Also quasi ein Datenwarenhaus für Unternehmen, was das alles ein bisschen einfacher macht zu organisieren und zu finden. So, an dem Tag haben wir auch noch Five Below. Ja, die machen überhaupt keine Software, haben damit auch nichts zu tun. Das ist quasi so ein kleiner Discounter. Dann geht es weiter zum Donnerstag. Am Donnerstag haben wir zum Beispiel Asana. Das ist ebenfalls ein Unternehmen, was Software as a Service anbietet, und zwar im Bereich Team- und Projektmanagement. Zum Beispiel, wenn du, ja,
E-Mails, E-Mail-Newsletter und alles organisieren willst und da die Prozesse optimieren willst, ja, Asana ist dafür sehr gut geeignet, eben auch für Projektmanagement. Dann gibt es noch DocuSign. Der englische Name macht auf jeden Fall Sinn, denn hier geht es einfach um elektronische Unterschriften, die dann online geregelt werden. So, ebenfalls ein Software-as-a-Service-Unternehmen. Am Donnerstag haben wir auch noch Smartsheet. Auch die wieder bieten Software-as-a-Service an. Du siehst also, der Bereich ist echt so mit der am häufigsten, in dem Unternehmen unterwegs sind, im Cloud-Kosmos. So. Und dann haben wir noch den Freitag und der Freitag hat auch nichts mehr mit der Cloud zu tun, sondern da gibt es noch die Zahlen vom deutschen Unternehmen Aurubis. Aurubis ist ein Kupferproduzent, also nichts mit der Cloud, schön was mit Rohstoffen. So, und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. Kommt gut rein und ich wünsche euch was. Wir sehen uns kommende Woche. Tschüss.